Jo, Tag auch. Eigentlich ist es schon Nacht, es ist schon ein bisschen spät, ich bin schon ein bisschen fertig, aber ich habe gerade die Gelegenheit, hier nochmal kurz ein Video zu machen und möchte es an dieser Stelle tun. Seid bitte ein bisschen geduldig mit mir, ich kann auch immer nur das machen, was ich machen kann. Danke an den Gunnar für sein tolles Video zum Thema. Ich merke, der Gunnar hat jedes einzelne Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe. Und ja, auf jeden Fall, da ich ja das letzte Mal auch einfach nur meine Gedanken erstmal zum Thema sammeln musste und das erste Mal das einfach überhaupt erstmal ausgesprochen habe, öffentlich meine ich jetzt. Ja, ist natürlich noch sehr viel unklar und das ist auch okay so, weil wir haben ja noch 2 Monate Zeit, um alles zu klären, ne, und alles klar zu machen. Das ist ja das Coole. Ja, ich habe meinen Computer ausgetrickst. Mir ist das egal, ob der da irgendwelche Sachen einblenden will oder nicht. Hier ist das Logo auf meinem Arm. Und da kann ich es jedem jederzeit zeigen. Ich werde es auch noch überall auf meinem Auto drapieren und ja, tun, was ich kann, um Aufmerksamkeit auf diesen Tag zu legen, um halt eben, lasst uns rausfinden, was genau zu tun. Fakt ist, dieser Tag bietet uns die Möglichkeit, Dinge zu tun, die längst überfällig sind, weil, also er bietet uns die potenzielle Möglichkeit, ja? Ich rede hier nur von einer Möglichkeit. Was wir daraus machen, ist dann halt eben, wird es dann zeigen, ne? Aber hier ist dann jetzt Schluss mit Reden. Jetzt ist die Zeit des wirklich mal was Änderns angekommen und freudig begrüßt auch. Ja. Und es geht einfach darum, dass wir diesen Tag einfach, der hat sich irgendwie ergeben, ja, aus den Gedanken der Kapitulation heraus und den Krieg oben gegen unten endlich mal einfach zu beenden und sagen, hey, wir hören auf, danke, macht eure Scheiße alleine und sich dann halt eben hier unten auch einfach mal wieder sammeln zu können und sich auf Augenhöhe begegnen zu können. Und dann kamen einige Gedanken zum Thema in den letzten Tagen, wie zum Beispiel halt eben, dass das zu politisch sei. Und ich habe halt dann in dem Moment den Kopf geschüttelt und musste selber kurz dann halt erstmal den Gedanken fassen. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht politisch. Das ist in höchstem Maße unpolitisch. Es sieht zwar aus wie Politik, weil es natürlich letztendlich auch um eine Machtumverteilung geht, ja, wieder zurück von den Regierungen auf wieder uns selber oder nicht nur Regierungen, sondern halt auch anderen Leuten, von denen man abhängig ist und die Kontrolle über einen ausüben können. Quasi diese Macht zu entziehen. Und diese Macht einfach wieder dahin zu legen, wo sie eigentlich hingehört, nämlich zu jedem selber. Und dann können wir von Souveränität reden. Das Problem ist halt eben, dann redet auch kein Schwein mehr von Politik. Deswegen ist es und bleibt es unpolitisch und vor allen Dingen aus einem ganz anderen spezifischen Grund. Das hier kann nicht politisch sein, weil die Grundbasis für Politik fehlt, nämlich ein Opponent, ein Gegner. Hier geht es explizit um Miteinander und keine Gegner mehr wahrzunehmen. Und jetzt muss ich kurz mal kramen, was kamen noch für Gedanken? Es kam noch ein Gedanke zum Thema hier eine Aktion am 9. Mai. Ich von der Steff Anie, habe ich hier von der Steff Anie. Stefanie schreibt, und wie soll der Plan deines Videos aussehen? Stefanie, wenn du das hier siehst, wirst du merken, dass ich nie Plan habe, wie meine Videos aussehen, dass ich in meinen Videos einfach nur laut denke. Ne? Aber es geht am 9. Mai gibt es wohl irgendwo eine Gedenkminute und ich möchte die Stefanie bitten, doch einfach mehr zum Thema auch weiter zu veröffentlichen, auch vielleicht mal ein Video zu machen. Und ansonsten, ich schaue es, ich muss es mir halt wirklich erstmal anschauen, aber das ist halt das, was ich sage. Das ist eigentlich scheißegal, was ich davon halte, wenn die Stefanie sagt, diese Aktion ist es ihr wert, sie zu verbreiten. Das ist halt genau das, wo ich sage, hey, ja, cool, genau das kann man kombinieren.
Ne, wenn das am 9. Mai ist, hey, jeden Tag auf die Straße, kam halt eben, ja, jeden Montag auf die Straße und nicht so, ja, jeden Montag und jeden Dienstag, jeden Mittwoch und jeden anderen Tag der Woche auch. Aber nicht mehr um protestierend zu demonstrieren, sondern demonstrierend zu demonstrieren. Nicht mehr für oder gegen irgendwas und erst recht nicht gegen irgendjemanden, sondern dann demonstrieren wir mal, wie das aussieht, wenn wir in der Lage sind, Dinge, die längst überfällig sind, endlich mal zu ändern. Vor allen Dingen demonstrieren wir uns selber das, weil viele Leute meinen, ich habe ich jetzt auch wieder gelesen, ja, was bringt's denn? Genau das können wir uns an dem Tag demonstrieren. Was es bringt, wenn wir endlich mal gewisse Sachen ändern. Was das bei jedem Einzelnen ist, wie gesagt, muss jeder für sich wissen. Jeder muss in sich einfach bis dahin mal nachfragen und mal drüber nachdenken, so, worunter leide ich eigentlich die ganze Zeit? Und was muss ich aus meinem Leben schaffen, damit ich darunter nicht mehr leide? Und das dann einfach konsequent mal zu tun, ist sehr, sehr schwer, weiß ich, mache ich seit 8 Jahren. Es erfordert halt nämlich jedes einzelne Mal, dass ich mich vollständig 180 Grad entgegen einer Angewohnheit verhalten muss. Und wenn man den Eindruck hat, man ist alleine oder immer noch auf die große Masse wartet, dann passiert nichts. Logischerweise. Vor allen Dingen in einem selber nicht und für einen selber nicht. Man bremst sich selber aus, dadurch, dass man ständig auf andere wartet. Und das will eigentlich auch keiner zugeben. Das ist ja eine willkommene Erklärung dafür. Ja, tut ja eh keiner was. Was macht schon, wenn ich alleine was mache? Ja, hey, Mann, mir war das mal irgendwann egal. Mir war das egal, wer mitmacht. Ich wusste, wenn ich es mache, habe ich was davon. Und jetzt weiß ich, was ich davon habe. Und das ist nicht irgendwie Mystisches. Das ist nichts, wo man wahnsinnig intelligent oder wahnsinnig weise für sein müsste. Es bedarf einfach einiger logischer Erkenntnisse. Und die sind definitiv nicht schwer zu begreifen. Über all sowas können wir uns dann halt eben jetzt in der Zukunft auch auslassen. Das Ganze, wie stelle ich mir den 8. Mai vor? Ne, tut, was ihr endlich mal tun solltet. Und nach Möglichkeit, wenn ihr könnt, teilt mit euren Freunden oder teilt euren Freunden mit, was es ist. Damit die wissen, hey, ich habe was getan. Und die Leute, die dann auch mitbekommen, oder auch im Vorfeld kann man schon sehen, fangt an laut zu denken. Ich sollte wirklich mal das und das machen. Das und das sollte ich mal machen. Alles, was mit sollte und endlich zu tun hat, können wir mit dem 8. Mai in Verbindung bringen. Und dann ist egal, wo ihr seid. Dann spielt keine Rolle, wo ihr seid. Ihr seid genau da, wo ihr richtig seid. Immer, wie immer. Haben wir vorher nicht so gesehen, aber hat sich entpuppt, als dass das doch so ist. Und das ist gut so. Das bedeutet im Endeffekt sehr viel Ruhe und Klarheit und sehr viel mehr Harmonie im Leben. Ja, so ist das. Ne? So, und weiter kann man da halt eben, hey, lasst es uns aufbauen. Könnt ihr euch an diesen Film Field of Dreams erinnern mit Kevin Costner? If you build it, they will come. Hat das im Feld immer geflüstert. Wenn du es baust, dann kommen sie. Ja, was soll am 8. Mai passieren? Was ist heute passiert? Heute ist genau das passiert, was wir heute alle getan haben, alle zusammen. Den Unterschied, den ich zwischen heute und dem 8. Mai sehe, ist ein ganz bestimmtes Bewusstsein. Und dafür ist diese ganze Kampagne hier halt eben sehr zweckdienlich. Bewusstsein aufzubauen. Und zwar klares Bewusstsein. Nicht in Abhängigkeit von, nicht indem man irgendetwas glauben müsste, sondern alles glauben darf, was man will. Und auf einmal auch glauben kann, was man will und dadurch auch Zugang dazu bekommt, was ein Gegenüber gerade für Gedankengänge hat. Ohne sich gegen irgendwas dann dazwischen stellen zu müssen und sich wieder zu behindern, weil man wieder keinen Zugang zum anderen hat. Und da wundert man sich immer, dass das Leben so einseitig ist. Ja. Mein Leben ist nicht mehr einseitig, ne? Und wie gesagt, für mich war es halt eben
am 8. Mai 2009 schon eine willkommene Gelegenheit, etwas zu tun, was ich für längst überfällig gehalten habe. Damals war das bei mir, dass ich meinen Personalausweis zerschnitten habe. Ja, aber das hat mit meiner Geschichte zu tun. Na, in meiner Geschichte hat es damit zu tun, dass Staaten Hirnkonstrukte sind. Ja, die existieren nur in den Köpfen, die diese Hirnkonstrukte wahrnehmen. Wie viele Tiere leben auf der Welt, denen scheißegal ist, in was für einem Land die nach Menschengedenken irgendwie gerade sich bewegen? Vögel fliegen nicht nur über Grenzen, die scheißen auch mitunter noch drauf und treffen. So, und dann kommt irgendwann, kommt mal irgendein Trupp Menschen und der baut die Grenze um und dann ist sie woanders. Und der Vogel scheißt da auch drauf. Warum scheißen wir nicht drauf? Warum lassen wir uns einsperren in Grenzen, bloß weil irgend so ein paar Leute das vorgeben von oben und genug Macht haben, weil wir sie ihnen geben, unsere Macht, ne, darf man nicht verletzen. Die haben unsere Macht durch zum Beispiel die Polizei oder Militärs die Leute unten unter Kontrolle zu halten. Ja, wenn wir die denen geben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die das dann noch machen. Ne? Das sind so Gedanken, die mit dem 8. Mai zu tun haben. Es werden weitere Folgen. Ich hoffe, dass von euch auch noch viele folgen. Danke, Gunnar, für dein Video Bombe. Kein einziges Wort, was ich daran zu ändern hätte. Ja, super. Und schaut mal einfach, was euch durch den Kopf geht. Und dann lasst uns bitte, bitte, bitte an euren Gedanken teilhaben. Wir wollen die hören. Ihr seid keine Spinner. Auch wenn das in der Vergangenheit zum Glaubensmuster dazugehörte. Da haben wir uns auch ständig im Weg gestanden, weil wir die Meinung des anderen nicht hören wollten, weil uns unsere so wichtig war. Wir haben mittlerweile begriffen, dass Meinungen verschiedene Ansichten zeigen und wenn man irgendwas wirklich wissen will, wirklich im Wesenskern erkennen will, man in der Lage sein sollte, sich einfach alle Meinungen mal gleichermaßen, also alle Sichtweisen einfach nur gleichermaßen gültig anzugucken und dann erkennt man, womit man zu tun hat und kann es nutzen. Statt die ganze Zeit dagegen anzukämpfen. Das ist einfach eine blöde Angewohnheit, dieses ständige Kämpfen. Das machen wir nur ständig, weil wir es nicht anders kennengelernt haben. Gibt keinen anderen Grund dafür. Namaste, meine Brüder und Schwestern. Ich würde sagen, wir schaffen das, wenn wir das wollen. Und hier ist gerade die Frage, wollt ihr das? Wollt ihr den totalen Frieden? Ich bin auf jeden Fall dafür. Und, ne? 8. Mai, hier, ne, 8. Mai 1945, für die, die es immer noch nicht begriffen haben, 8. Mai 1945 war, wo die Deutschen gesagt haben, hey, es reicht, wir haben die Schnauze voll, es ist Schluss hier. Die haben da weiße Tücher in die Fenster gehängt und aus dem Fenster und hier, wir geben auf. So. Und nur dadurch konnten sie überleben. Und ich bin mir sicher, dass das bei uns auch nicht viel anders ist. Wenn wir jetzt den Kampf mal aufgeben und uns mal wieder auf uns konzentrieren, die anderen mal wieder als ein Geschenk um uns herum wahrnehmen, ja, dass es toll ist, dass wir in Gesellschaft leben und nicht irgendwie total frustrierend und alles irgendwie immer nur als Konkurrenz ansehen, einfach nur diese Sichtweise mal ändern. Das kann man so, wie sieht die Welt aus, wenn ich alle angucke, als wären sie meine Geschwister? Krass, das ist krass, wie die Welt anders aussieht. Hammer, macht es mal einfach. Ihr werdet es sehen, wollt mir nicht zu glauben. Ich kann das nicht erklären, aber ihr könnt das ganz einfach selber angucken. Wie sieht die Welt aus, wenn ich alle Menschen, auch Frau Merkel und all die ganzen Bösen und selbst die außerirdischen Anunnaki und die Greys und was weiß ich wen, der sich gegen mich stellen will, als meine Familienmitglieder angucke? Wie sieht die Welt dann aus? Wenn ich weiß, ja, die sind gerade ein bisschen grantig, wissen nicht, was sie tun, aber können mir eigentlich nichts, weil, was sie gerade nicht sehen, ist, dass uns Liebe verbindet. Aber ich kann es ja sehen. Von daher besteht die Notwendigkeit nicht mehr, irgendwie noch feindselig jemandem gegenüberzutreten. Noch besteht eigentlich überhaupt noch die Möglichkeit. Ich kann das gar nicht mehr. Guckt, was er daraus macht. Frieden euch allen. Danke dem Padrone Achmed. Und jetzt sage ich doch noch was, was wichtig ist. Ich weiß, die meisten von euch, die hier dieses Video gerade angucken, sind wahrscheinlich schon längst eingeladen zu dem Event auf Facebook.
Ansonsten, wenn ihr Facebook habt, tippt mal einfach 8V13. Eigentlich wird es gelesen 8513, aber es ist eigentlich völlig egal. Es ist auch scheißegal, wie ihr das Logo verpackt. Heute habe ich einen schönen Entwurf gesehen, hat eine 8V hier und dann 13 drunter. Und richtig schön und geil. Bastelt aus diesen vier Buchstaben, Ziffern, wie auch immer, einfach ein Bild und dann zeigt ihr quasi 8513. Noch simpler geht es nicht. So, und dann gibt es halt im Facebook, wenn ihr es oben eingibt in die Suchleiste, die Veranstaltung vom Otto Padrone. Danke, saugeile Aktion. Sofort dabei. Liken. Nicht liken, sondern sagt, ihr seid dabei. Das hilft Rückenstärke. Je mehr Leute da mit dabei sind, desto leichter fällt es anderen mit reinzukommen. Und so können wir uns allen gegenseitig die Rückendeckung geben, die wir brauchen, um am 8. Mai in der Lage zu sein, endlich was zu tun. Für uns. Und damit, und das braucht keiner zu glauben, ihr braucht es auch nicht zu versuchen. Da ist nichts mit versuchen. Entweder macht man das oder man macht es nicht. Aber wenn man es nicht macht, dann braucht man sich hinterher auch nicht zu beschweren. Aber wenn man es macht, dann hat man am Ende davon, dass man es getan hat. Und es ist wirklich alles eigentlich gar nicht so schwer. Die Frage ist nur, was ist gerade wieder wichtiger? Und da sage ich Gunnar, danke, es gibt gerade keine Ausreden. Wir sollten wirklich erstmal für Ruhe sorgen. Und wenn ihr irgendwelche anderen Projekte habt, die damit beschäftigt sind, Ruhe auf diesen Planeten zu bringen, dann bringt es damit einfach in Verbindung. Das kann man alles kombinieren. Alles, was wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben, können wir alles auf diese eine Karte setzen. Und wir haben dabei nichts zu verlieren. Wir können diese Karte mit dieser Energie aufbauen und dann ist das eine verdammt mächtige Karte. Ne? In dem Sinn, seid dabei, nehmt mit teil, teilt alles und dann erfahren genug Leute davon, bin ich mir sicher. Und dann kann das eine richtig geile Aktion werden. Ne? Das ist der Stand der Dinge im Moment. Heute, wann auch immer das ist. Was haben wir heute? Hier, Mittwoch, 6. März steht hier. 0:22 Uhr. So, ich gehe gleich schlafen. Danke für eure rege Beteiligung. Wir sehen uns.